Ich hoffe, so wie man mich richtig mit diesem kleinen Handy auf dem Bild haben. Die Pfingstpredigt, das ist eine Sache, die mich immer wieder packt und fasziniert. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 2 steht das. Die Pfingstpredigt des Petrus. Und ab Vers 22 sagt Petrus: Männer von Israel, hört zu, ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Also er klagt sie an. Er predigt ihnen das, was sie getan haben. Welche Schuld sie auf sich genommen haben. Und er sagt aber zugleich, ab Vers 23, allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Ich bin hier auf dem Friedhof. Und zu meiner rechten und linken Seite überall sind Grabsteine. Gott allein weiß, welcher Leib, der hier schon verfault ist, wer hier liegt, wer nicht in Frieden mit Gott beerdigt wurde, wer nicht von Neuem geboren war, wer nicht in wahrer Reue und Buße durch die enge Pforte gegangen ist, wer nicht den rettenden Glauben ergriffen hat und dessen Seele jetzt schon an dem Ort ist, wo der Wurm nicht stirbt, die ewige Verdammnis. Und jedes Grab wird sich hier mal öffnen. Alle kriegen diesen Auferstehungsleib. Und die, die an Jesus Christus zum lebendigen Glauben gekommen sind, die sich von Jesus haben suchen und finden lassen, werden dann mit diesem Auferstehungsleib bei Jesus sein. Und du, der du weiter dich danach ausrichtest, was der Teufel dir in den Ohren hineinflößt, du wirst mit diesem Auferstehungsleib an dem Ort kommen, wo der Wurm nicht stirbt, endgültig, für immer. Du kannst dich da nie mehr herausbekehren oder hoffen, ach, vielleicht gibt es so eine Bekehrung für alle, so eine Allversöhnung. Die Allversöhnung ist eine Lehre des Teufels und diese Allversöhnung ist eine Lehre, die in den Himmel nicht hineingehört, sondern die in die Hölle hinein predigt. Und der Petrus nimmt hier kein Blatt vom Mund. Er sagt, was eine Tatsache ist. Er hat gesagt, dass eben dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, von den Toten wahrhaftig auferstanden ist. Und dann, so heißt es im Vers 24, ich wiederhole nochmal, und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt, wie hätte er auch von den Toten festgehalten werden können. Denn schon David sagte von ihm, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen. Denn du lässt mich nicht dem Tod zurück, überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Vor dir zu sein, das macht mich froh. Kannst du das auch so sagen, wie das Petrus hier in seiner Pfingstpredigt predigt? Und was Petrus hier sagt, das ist bis heute hochaktuell. Viele Theologen glauben das nicht. Muss man leider so sagen. Petrus macht eindeutig, wer Jesus ist. Jesus ist derjenige, den ihr ans Kreuz gebracht habt. Aber er musste ans Kreuz gehen. Er ist für uns zur Sünde und zur Schuld geworden, obwohl er nichts mit Sünde zu tun hatte, nichts von Sünde wusste und hat alles das getragen, auf sich, was wir verschuldet haben. Sein Blut hat den ganzen Schaden gut gemacht. Das wird dir aber nicht weiterhelfen und wird dir nichts bringen, wenn du nicht unter das Kreuz gehst. Lieber Herr Pastor, liebe Frau Bischöfinnen, liebe Bischöfe, nicht das Kreuz hier auf der Brust ist das Entscheidende, sondern die wahre Buße unter dem Kreuz. Das ist das Entscheidende.
Waren Sie schon unterm Kreuz? Haben Sie schon Ihre totale Verdorbenheit erkannt, dass Sie tot in Sünde sind? Wenn Sie jetzt sagen, bin ich aber nicht, doch sind Sie. Wer einen Kirchentag zulässt, wo gespottet wird und gesagt wird, Gott ist quer, ja, wer so ein Spotten zulässt, kann nie in wahrer Reue und Buße unter dem Kreuz gewesen sein. Liebe Bischöfinnen und Bischöfe, liebe Pastoren, die Sie noch nicht von Neuem geboren sind, Sie sind Spötter Jesu Christi. Sie spotten das unfehlbare Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das unfehlbar ist, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt Folgendes zu ihrer Gender-Ideologie, die völlige Sünde ist und die ein Spotten Gottes ist. Sie sagt Folgendes dazu. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, da sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns und ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere. Lasst uns Menschen machen. Und in einem anderen Vers heißt es, Gott schuf Mann und Frau. Sie greifen durch ihre Theologie und sehr geehrte Politiker, Sie greifen durch ihre gesellschaftspolitische Ausrichtung, tun Sie Gott spotten. Ich rufe Sie in Jesu Namen dazu auf, als ein Knecht und Sklave Jesu Christi, als ein Evangelist Jesu Christi rufe ich Sie auf, tun Sie Buße, verlassen Sie diese teuflische Ideologie. Befreien Sie das deutsche Volk von dieser Gender-Ideologie, indem Sie das aus den Kindergärten, aus den Schulen herausnehmen und sie Buße tun und die Kinder in den Kindergärten, so wie ich es noch erleben durfte, wieder anhand der 10 Gebote Gottes unterrichtet werden. Ihnen gesagt wird, Gott schuf Mann und Frau. Mama und Papa lieben sich und daraus entstehen Kinder. Und jedes Geschenk ist ein Kind, ist ein Geschenk Gottes. Wir haben es heute gehört, dass Geschwister, die mit uns im Glauben stehen, ihr kleines Kind hergeben mussten. Es ist jetzt bei Jesus. Nach einem Monat Lebzeit ist es jetzt beim Herrn. Jedes Kind ist von Gott gewollt. Und jede Abtreibung ist ein Mord, ein Töten, eine Sünde vor Gott. Und denken wir daran, was der Galaterbrief sagt. Gott lässt sich nicht spotten. Auch nicht vom deutschen Volk. Darum rufe ich auf, liebe Regierung, liebe EKD, liebe römisch-katholische Kirche, wendet euch ganz wieder hierhin zu den unfehlbaren Wort Gottes. Ich rufe die Evangelische Allianz auf, den Weg des Wohlstandsevangeliums, des leichtfertigen Evangeliums, ein Evangelium ohne Buße, ist genauso ein Spotten Gottes. Ich rufe diese Evangelische Allianz auf, Buße zu tun und wieder umzukehren zu dem Erbe eines Ernst Modersohn, zu dem Erbe eines Jakob Fedder, der die Zeltmission gegründet hat, zu dem Erbe der Väter, das Zeugnis der Väter für Menschen von heute. Nur wenn wir die wahre Reue und Buße predigen und wenn wir den ganzen Ratschluss Gottes predigen, handeln wir in Gehorsam vor dem Wort Gottes und im Gehorsam vor dem Herrn. Alles andere ist Menschenwerk. Auch die Evangelische Allianz rufe ich auf. Tut Buße, verlasse den Weg des leichtfertigen Evangeliums, verlasse den Weg des Wohlstandsevangeliums, verlasse den Weg des Neoevangelikalismus und kehre wieder um. Die Bibel allein, in Jesu Namen. Amen.